Einen wunderschönen guten Tag. Heute kümmern wir uns um den GTR mit Motorschaden. Royale GTR, muss ich kompletterweise sagen. Und ja, hier haben wir auch schon wieder so ein bisschen vorarbeiten lassen, den Azubi. Hier ist also schon ein bisschen was ausgebaut untenrum. So Auspuffteile, die sind schon alle ab. Motoröl ist abgelassen worden. Ölwanne ist auch ab. Und da konnte man schon sehen, welche Kolben das sind. Und zwar ist es auf der linken und auf der rechten Seite, sodass wir also wirklich den Motor hier komplett auseinandernehmen dürfen. So, jetzt mal alle Zündspulen raus. Machen wir auch gleich die Zündkerzen, wenn wir schon dabei sind. Und, ach Gott. Naja, gut, dann machen wir es halt so. Das lässt mich jetzt nicht auf den kleinen Nippel da drücken. Also müssen wir erstmal die Abdeckung hier abnehmen. Dann kriegen wir die Zündkerze raus und die Nockenwellen, die sind hier beide verschlissen. Ich gucke gerade mal kurz ins Inventar. Ich bin nicht sicher, ob ich davon schon neue habe. Und nö, habe ich nicht. Gucken wir mal auf der anderen Seite, bevor ich die jetzt bestelle. Gucken wir hier drüben, ob die auch verschlissen sind. Und kaufen wir gleich alles mit einmal. So hier, ja, wieder einmal verklickt, aber ist egal, dann nehmen wir halt das Ding hier raus. Oha, ja, dafür sehen die ja aber gut aus. Das heißt, ich brauche nur drüben die zwei Stück kaufen. Das ist hier ein normaler V8, glaube ich. So, Ansaugstutzen ist auch okay. So, dann nehmen wir mal den ganzen Quatsch hier vorne ab. Den Umspanner erst. Und jetzt können alle Schräubchen weg. Hier haben wir so eine Tragrolle B. Muss ich mal gucken, bin ich jetzt nicht auf dem Laufenden, wie es da bei mir aussieht. Ich habe eine A-Auflage. Die können wir schon mal kaufen. Ich glaube, die Wasserpumpe habe ich. Wenn wir spätestens beim Zusammenbau sehen. Ja, ansonsten habe ich das letzte Mal jetzt schon angedeutet. Ich glaube schon, dass dieses optische Tuning, das ist dann sozusagen was für die nächste Staffel des Spiels. Zahnriemen, da bin ich auch gespannt. Ich denke, dass der hier, ja, der ist kaputt gewesen. Der ist in Ordnung. Ich denke, dass wir hier, Getriebe ist in Ordnung. So, mit dem hier genug Geld zusammenkriegen, um uns auch dann bei der Auktion mal ein Auto zu kaufen. So, ich kaufe gleich wieder ein. Oder ich gucke mal im Inventar. Kann durchaus sein, dass ich einen Zahnriemen für einen V8... Nee. Nein, der ist in Ordnung. Okay. Na, nu, wo geht's denn nicht? So. Der hier, 160 Euro. Teurer Spaß. Ja, wie gesagt, also wir kriegen hier, glaube ich, genug Geld zusammen, um danach mal schön einzukaufen und mir dann ein Auto herzurichten. Und das eben auch optisch ein bisschen zu tunen. Da bin ich gespannt. Also ich meine, hier die Standardfelgen auf dem hier, die gefallen mir schon ganz schön gut. Aber vielleicht gibt es da auch noch ein bisschen mehr. Der Kolben hier ist kaputt. Auf der anderen Seite. Da war dann auch noch einer kaputt. So. Runter mit dem Ding.
Ich muss gleich mal gucken, ob hier noch irgendwas anderes ist. Ich glaube nicht. Nö, der kann wieder zusammengepackt werden. Also, hier kommt ein Kohl rein. Achso, können wir eigentlich auch Seite für Seite machen. Das muss jetzt nicht hier so, wie sagt man da, synchron passieren. Von mir aus brauchen wir erst eine Seite zusammen. Brauchen wir mit der Kamera wenig umherschwenken. So, der kriegt ja auch einen neuen Abgaskrümmer. Und die Nockenwellen kommen hier rein. Machen wir das jetzt hier, ja. Ich der neue Zahnriemen drauf. Da fällt mir ein, ich wollte gar nicht so weit raus. Nee, ich muss jetzt doch erstmal hier auf der Seite weitermachen. Mit dem Motorkopf. Denn wir müssen ja das Steuergehäuse schließen, bevor wir weiter oben die Teile aufsetzen können. So, Zahnriemen drauf, Steuergehäuse drauf. So, jetzt geht's hier oben mit dem mit der Abdeckung weiter. Die Reihenfolge nicht ganz eingehalten, aber egal. Es ist halt also nicht besser, aber es ist etwas einfacher, die Zündkerzen vorher einzusetzen. Oh, es ist ein bisschen einfacher zu klicken, so sage ich mal. Okay, dann hier die Abdeckung drauf. Zündspulen haben wir nicht genug. Mist. Sowas. Auch wenn die ausgegeben haben. Wird die, wahrscheinlich hatte ich die hier schon gekauft und dann brauchte der da drüben in der letzten Folge auch eine. Ansaugstutzen waren auch in Ordnung. Kraftstoffverteiler ist ja auch gut. So. Und dann geht es hier vorne weiter. Erstmal alle Rollen ran. Kühler, können wir noch ein bisschen ranzoomen, so vielleicht. So, Wasserpumpe, ja, hatten wir, sehr schön. Ja, müssen wir so ein bisschen, so, jetzt kann man heran. So, fehlt noch was? Ne, haben wir eigentlich alles dran. Dann kann das Ding ran. Danach kann der Spanner ran. Zack, dann kommt. Oh, Serpentina, aber auch defekt, okay. So, Serpentina V8 ist der hier, ne? Jawohl. Und dann hier noch die letzte Rolle ran. Ich denke, mit dem Motor sind wir durch. Ja, da war nur noch die Lenkung. Oder können wir ihn hochfahren? Nee, gar nicht. Nicht die Lenkung. Ich dachte, der hätte hier so ein Lenkungsproblem. Vielleicht soll ich nochmal reingucken. Laut bei Beschleunigung. Nee, der hat doch Getriebeprobleme. Getriebeprobleme. Genau, die Antriebswelle, die hatte auch hier der Azubi schon abgenommen, damit wir hier ein bisschen schneller vorankommen. Achso, okay. Ja, Drucklager. Druckplatte.
Und Kupplungsscheibe, Schwungrad, sieht gut aus, da machen wir nichts weiter mit. Halt. Der kriegt hier die rein. So. Und das Getriebe drauf, das war ja noch in Ordnung. Zack, auch ein Anlasser. Weiß ich gar nicht, ob der kaputt war. Aber, was fehlt noch? Oh, da müssen wir von oben ran an den Abgaskocher. Schade, da drüben habe ich ihn angebaut gehabt. Ach, schade. Das ist nicht effizient. Da habe ich letztes Mal noch so drüber geredet, dass ich versuche, das möglichst effizient hinzukriegen. Aber das ist halt Mist. Ja, so eine Sache, das zeichnet einen guten Mechaniker aus. Zu wissen, wie man, in welcher Reihenfolge man an die Teile kommt und von wo man aus rankommt. Also ob man jetzt von oben oder von unten ran muss. Weil das kostet halt alles Zeit. Ja, und Zeit ist ja bekanntlich Geld. Okay. So, na, guck mal halt nur von oben ran. Genauso die Drosselklappe, die können wir hier auch schon wieder ranbauen. Sonst wundern wir uns nachher, warum man nicht anspringt. Und ja, der Rest dann halt wieder von unten. So, wieder hochfahren. Hoffentlich stoßen wir mit der Klappe auch nicht an. Immer das Gleiche. So. Vorrohre. Diesmal habe ich mich daran erinnert, dass ich die noch auf Lager habe. Und habe keine gekauft. So, kriegen wir hier irgendwie den Mittelschalldämpfer noch an. Jawohl. Dann die beiden Auspuffrohre, die waren ja auch kaputt. Und die Endschalldämpfer waren ebenfalls beide defekt. So. Sieht doch gut aus. Ja. Wie, was? Hä? Nein. Die Kupplungsscheibe. Ah, warum? Ja, ich hätte 92% einbauen. Hätte ich nochmal nachgeguckt. 92% hätte man einbauen müssen. Ach, war die nicht gut genug. Verdammt. Ja, da habe ich extra den Azubi vorher alles abschrauben lassen, um dich, den Zuschauer, nicht zu langweilen mit dieser blöden Antriebswelle. Zum Beispiel. Jetzt muss ich es doch nochmal abschrauben. Das war ein Versehen. Oh, Gott. Na, ist das hier so fummelig? So. Oh nein, ja. Und ich. Ja. Hab ich was für gute Mechaniker gesagt? 86 hatte die nur. Kacke. Ja, baue ich bei dem anderen wieder ein. Schade, ich dachte, die wäre hier gut genug. So. Das Getriebe rein. Anlasser nicht vergessen. Sonst wundern wir uns nachher. Kommen wir hier so an die Antriebshülle. Da. 94. Die kriegt er rein. Ist bestimmt auch seine eigene. Okay, jetzt muss nur noch der Kühler rein und ein bisschen Öl und ein paar Reifen ran und dann ist ja gut, glaube ich, machen wir vielleicht das, ach, Ölwanne, nein, so viel zum Thema Effizienz. Ah.
Ich hätte das ja locker in einer Viertelstunde machen können. Und jetzt überziehe ich wieder. Dafür, dass ich den mindestens dreimal umsonst hoch und runter gefahren habe. Nein. Oh, und dann sowas. So, immer rein. Wie viel wird er brauchen? Bestimmt auch 5,5 Liter. Ich weiß auch nicht, ob ich den hier mit 10 W30 fahren würde. Vermutlich nicht. So. Achso, der hat doch klar. Kühler wieder. Neuen Kühler rein, kühler Lüfter. Der war noch okay. Und die Felgen wieder drauf. Moderne Felge Nummer 6. Ich persönlich fahre 18 Zoll Felgen. 225er. Sieht schon ganz gut aus. So, ist halt so Mittelklasse-Wagen. Nicht besonders sportlich, aber eben, naja, ein bisschen schon. So. Okay. Ich glaube, das war's. 10.729 Euro. Ich danke für den Auftrag. Wir sehen uns bald wieder. Und ich danke euch fürs Zuschauen. Und in der nächsten Folge gehen wir dann zum Auktionshaus, holen uns ein schönes Auto und motzen den ein bisschen auf. Bis dahin. Ciao.